Beim FC Bayern München, da soll es tatsächlich im Sommer passieren. Ein XXL-Umbruch steht an. Die Bayern-Bosse haben entschieden, der Kader soll komplett umstrukturiert werden. Schlechte Charaktere sollen verkauft werden. Und man möchte Thomas Tuchel auch die Gelegenheit geben, einige neue Spieler zu holen. Maßgeblich an diesem Umbruch beteiligt soll eben auch Max Eberl sein, der neue Bayern-Boss, der zum 1.3. sein Amt antreten wird. Wir schauen uns an, wer könnte den FC Bayern München jetzt verlassen, welche Spieler stehen auf der Abschussliste, alles dazu und mehr jetzt gleich hier im Video. Vorab, lasst ein Like auf das Video da und auch ein Abo auf den Kanal, um nichts mehr über die Bundesliga zu verpassen. Aber was ist denn eigentlich beim FC Bayern München jetzt los? Es soll ein richtiger Umbruch an der Sebener Straße unter Max Eberl stattfinden. Genau das ist jetzt eben wohl die Aufforderung der Bayern-Bosse, der Plan der Bayern-Bosse. Denn die Schuldfrage für zum Beispiel das Debakel gegen Leverkusen, das sieht man eben nicht bei Trainer Thomas Tuchel. Nein, man sieht das Problem bei der Mannschaft. Die Führungsetage, so berichtet es jetzt eben Sky, sie sieht das Team als schwer trainierbar und einige Charaktere sind in der Mannschaft, die der Mannschaft eben nicht gut tun. Und der neue Umbruch, der soll eben gerade von Max Eberl, dem neuen Sportvorstand, geleitet werden. Natürlich sind alle anderen Bayern-Bosse auch involviert. Und wenn Thomas Tuchel dann über den Sommer hinaus bleibt, das steht zumindest auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier, dann soll auch Thomas Tuchel natürlich an diesem Umbruch beteiligt sein. Aber welche Spieler konkret könnte es jetzt betreffen? Wir müssen uns natürlich erstmal direkt mit drei Spielern beschäftigen, deren Vertrag im Sommer ausläuft. Und das ist zum einen Buna Sarr. Es ist ein Fehlgriff gewesen. Er ist sein Hasan Salihamidzic-Transfer. Man möchte ihn so schnell wie möglich im Endeffekt loswerden. Das bedeutet, er hat jetzt ja auch aktuell noch einen Kreuzbandriss. Er wird wohl jetzt zwar wieder am Training irgendwann teilnehmen können, aber er wird im Sommer keinen neuen Vertrag bekommen. Buna Sarr wird zu 100% kein Teil mehr des FC Bayern München sein. Ähnlich sieht es wohl tatsächlich auch bei Erik Maxim aus. Man ist dem Spieler zwar sehr, sehr dankbar für seine Zeit, aber auch sein Vertrag läuft im Sommer aus und auch dieser soll nicht verlängert werden. Man möchte hier Maxim Choupo-Moting nicht weiter als möglichen Backup-Stürmer haben. Man hat Martell schon jemanden, der ihn quasi ersetzen kann und möglicherweise möchte man ja auch Guirassy im Sommer holen. Ein weiterer Vertrag, der Stand jetzt zumindest im Sommer ausläuft, das ist der von Eric Dier. Eric Dier soll aber weiterhin Teil des FC Bayern Münchens bleiben. Er ist einer dieser Spieler, die eben die Flexibilität haben, sowohl rechte Abwehrseite, zentrales Mittelfeld, sowohl Innenverteidiger. So ein variabler Spieler. Er soll weiter beim FC Bayern München bleiben. Er hat zwar nur einen Vertrag bis zum Sommer, beziehungsweise die Leihe ist nur bis Sommer gültig, aber es gibt eine Klausel, wenn er mehr Spiele macht als, ich sag mal, Spiele X, das werden nicht viele Spiele sein, 2, 3, 4, 5, dann wird er vermutlich längerfristig beim FC Bayern München bleiben und es ist davon auszugehen, dass er wohl diese Spiele auch voll bekommt oder selbst wenn nicht, dass er eben einen neuen Vertrag bekommt, zumindest wieder einen neuen, ein Jahr. Jahresvertrag, obwohl der Spieler ja gerade mal 30 Jahre alt ist. Trotzdem will man ihn halten und weiter mit einem Einjahresvertrag ausstatten. So also die Pläne für die Spieler, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ein weiterer wichtiger Baustein, das werden die Spieler sein, deren Verträge in 2025 auslaufen. Und da gehört schon der erste Hammername dazu, Alphonso Davies. Er sieht aktuell zumindest, sieht es so aus, dass er im Sommer wohl die Bayern verlassen wird. Denn bei allen Spielern, deren Vertrag in 2025 ausläuft, da wird auf jeden Fall jetzt irgendwann einem die Pistole auf die Brust gesetzt. Entweder du verlängerst deinen Vertrag oder wir machen dich zum Transferkandidaten. Natürlich kann man keinen Spieler so wirklich zwingen, den Verein zu verlassen, aber man hat sowohl mit Alphonso Davies als auch mit den anderen zwei Kandidaten Spieler da, die schon lange im Verein sind, Spieler, die dann auch natürlich den Verein verstehen und dann auch sich einen neuen Club suchen würden. Alphonso Davies, der soll ja sowieso schon mit Real Madrid fast einig sein. Er gilt aktuell zumindest als Verkaufskandidat Nummer 1. Für ihn müsste man dann definitiv einen neuen Ersatz holen, wer das sein könnte. Da könnten wir jetzt ein eigenes Video drüber machen. Da gibt es unzählige Namen, die mit dem Bayern in Verbindung gebracht werden. Aber da schauen wir einfach mal, wie es dann im Sommer wirklich aussieht. Ein weiterer Vertrag, der 2025, sprich in anderthalb Jahren ausläuft, das ist der von Joshua Kimmich. Und bei Joshua Kimmich ist es auch tatsächlich aktuell wohl eher die Tendenz der Bayern, dass sie bei einem lukrativen Angebot tatsächlich darüber nachdenken würden, Joshua Kimmich zu verkaufen. Man ist mit seinen Leistungen nicht zufrieden. Auch unter Thomas Tuchel hat er jetzt beim Leverkusen-Spiel mal draußen gesessen. Und es gibt immer wieder Kritik von allen Medien.
Grundsätzlich möchte man Kimmich eigentlich halten, aber man würde dem Spieler wohl auch keine Steine in den Weg legen, wenn man hier 70, 80 Millionen Euro bekommen würde. Und das ist dann wohl schon der erste große Umbruch, den man treffen könnte. Man sieht in Joshua Kimmich teilweise eher so einen, ich sage mal, Wannabe-Leader, keinen richtigen Führungsspieler, kein Spieler, der vorangeht, zwar in Interviews und so weiter, immer viel redet, immer viel sagt, aber auf dem Platz teilweise wenig Taten sprechen lässt. Also hier ist auch die Zukunft ungewiss. Es sieht zwar ein bisschen besser aus als bei Davis, aber wie gesagt, das liegt auch ein bisschen an Joshua Kimmich, das liegt an einem potenziellen neuen Trainer und auch an Max Eberl, wie er damit umgeht. Und der letzte Vertrag, der 2025 ausläuft, das ist der von Leroy Sané. Leroy Sané, den möchte man halten. Die Gespräche, die laufen gut. Da sind die Bayern sehr, sehr zuversichtlich, dass Leroy Sané einen langfristigen Vertrag unterschreiben wird. Er fühlt sich wohl, er ist in dieser Saison gut drauf. Klar, in den letzten Wochen hat er etwas federn lassen, muss man auch ehrlich sagen. Aber er ist gut drauf, ist sehr, sehr gut mit Harry Kane connected. Und das könnte natürlich für die Bayern bedeuten, dass diese Connection weiterhin besteht und einen langfristigen Vertrag unterschreibt. Aber, wie gesagt, die finale Entscheidung ist hier noch nicht gefallen, aber bei Sané ganz klare Tendenz, er soll bleiben. Aber welche Spieler gibt es denn noch, die definitiv Verkaufskandidaten werden könnten? Serge Gnabry zum Beispiel, denn er wird auch mit einem Bayern-Abgang in Verbindung gebracht. Er läuft den Anforderungen, die man eigentlich hatte, hinterher. Man hofft, dass man für ihn noch gutes Geld bekommt. Er hat langfristig Vertrag, keine Ausstiegsklausel oder ähnliches. Er hat einen großen Markt, unter anderem in der Premier League, aber auch beispielsweise Paris Saint-Germain soll an ihm interessiert sein. Und das könnte natürlich so bei einem Wechsel helfen. Fraglich hierbei natürlich nur, wie viele Millionen kriegt man? Der Spieler war lange verletzt, hat auch keine guten Leistungen gezeigt. Man wäre vermutlich froh, wenn man 40, 50 Millionen Euro für Gnabry bekommen würde, aber das ist natürlich auch nicht in Stein gemeißelt. Es ist aber aktuell relativ wahrscheinlich, dass die Bayern Gnabry auch keine Steine in den Weg legen würden. Man hat jetzt ja mit Saragossa, mit Icantura da schon wieder zwei, die jetzt langfristig über die Außen vielleicht die Nachfolge antreten könnten. Gnabry hat einen Marktwert von 45 Millionen Euro. Man könnte das Geld, was man hier bekommt, auf jeden Fall in andere Mannschaften stecken. Und da kommen wir nämlich auch schon zu einem heißen Thema und das ist die Innenverteidigung. Mathis de Ligt wird auch jetzt aktuell mit unter anderem United in Verbindung gebracht. Er ist nicht glücklich unter Tuchel. Sollte Tuchel im Sommer weitermachen, ist auch hier ein Abgang relativ wahrscheinlich. Man würde hier ordentlich Geld bekommen. De Ligt hat einen hohen Marktwert, das muss man ganz klar sagen. Mit 65 Millionen Euro würde man bestimmt 70 Millionen Euro lösen können und das Geld könnte man gut gebrauchen, denn man will einen echten Abwehrboss holen. Man möchte Ronald Araujo am besten Fall holen. Der würde wahrscheinlich 70 bis 100 Millionen Euro kosten. Da wären 70 Millionen Euro von De Ligt und vielleicht noch Geld von Gnabry natürlich schon extrem wichtig. Aber sonst muss man auch einfach erstmal festhalten, der gesamte Kader des FC Bayern Münchens ist erstmal, ich sage mal, unter Beobachtung. Denn nur drei Spieler, die möchte man definitiv halten. Manuel Neuer, Thomas Müller, die zwei Bayern-Legenden und Harry Kane. Sie gelten als unverkäuflich. Und natürlich, jetzt hier kommt auch ein Sané dazu und so weiter. Ich glaube auch, ein Leon Goretzka ist auch einer dieser Spieler, die auf jeden Fall auf dem Prüfstand stehen werden. Auch da gibt es massiv Kritik, dass man hier vielleicht einfach ein Upgrade braucht. Dass man hier vielleicht einfach nicht zufrieden ist, nicht einfach einen Weltklasse-Spieler hat, ein Weltklasse-Format. Und die Frage muss auf jeden Fall einfach mal gestellt werden. Könnte man genau auf dieser Position nicht beispielsweise einen Spieler holen, der einfach deutlich, deutlich besser ist? Es gibt definitiv Handlungsbedarf, aber natürlich werden wir jetzt hier keinen Verkauf von 10 Spielern sehen. Wir werden einige Transfers sehen, da gehe ich fest von aus. Wir werden aber auch, ich denke, mindestens 2 bis 3 Verkäufe von Spielern sehen, wo wir Stand jetzt sagen, okay, die gehören eigentlich so zur ersten Elf. Und wenn wir jetzt an De Ligt, Gnabry und Alphonso Davies denken, hätten wir quasi schon 3, die auf jeden Fall richtig Geld in die Kassen spielen würden, aber natürlich dann auch zwingend neue Transfers notwendig machen. Auch, dass ein Choupo-Moting geht, auch, dass ein Bouna Sarr geht, das ändert noch ein bisschen was an der Kadertiefe. Man hatte zur Hinrunde nur 23-Mann-Kader. Das war sehr, sehr wenig. Das war der kleinste Kader der Bundesliga und da möchte man natürlich jetzt im Sommer auch etwas tun. Klar, mit Saragossa, mit Irankunda, da hat man bereits erst schon mal 2 Spieler geholt. Man wird jetzt ein oder andere Talent noch holen. Das wird federführend von Christoph Freund, denke ich, ausgehen. Aber wir werden hier im Sommer einen EL-Umbruch sehen. Das ist ganz klar. Der ganze Kader steht auf dem Prüfstand. Max Eberl wird das Ganze leiten mit dem dann im Amt seinen Trainer. Tuchel, Flick, wer könnte es sein? Alle eure Meinung gerne in die Kommentare. Wen seht ihr besonders kritisch, der jetzt vielleicht in diesem Video nicht drin vorkam? Da eure Meinung wie immer in die Kommentare. Das war's von mir. Bis dann, Leute. Ciao.